Das Leitthema der Quadrennale Düsseldorf lautet in diesem Jahr über das Morgen hinaus. Und sie beschäftigt sich mit der Zukunft, genauer gesagt mit der Geschichte der Zukunft. Einer unglaublich reichen, vielfältigen Geschichte, die sich wirklich durch die ganze Kultur zieht über Jahrtausende von Jahren. Und wir werden uns in einer Vielzahl von Ausstellungen, von Veranstaltungen, einzelnen Aspekten dieser Geschichte der Zukunft widmen. Dass gerade ein Kunstfest sich diesem Thema zuwendet, ist eigentlich durchaus naheliegend, weil man eigentlich der Kunst schon seit der Antike immer wieder zugetraut hat, eine besondere Affinität zum Thema Zukunft. Also immer wieder hat man in Künstlern Propheten gesehen, also Menschen, die in der Lage sind, bereits vorwegzunehmen, vorauszusehen, das, was passieren wird. Werke der Kunst waren auch sehr oft die Orte, an denen Utopien entwickelt wurden oder auch negative Utopien entwickelt wurden, wo also die Menschen ihre apokalyptischen Ängste formuliert haben oder zum Ausdruck gebracht haben, das erste Mal oder stärker als andernorts. Also die Kunst hat eine, könnte man sagen, besondere Kompetenz, wenn es um Fragen der Zukunft geht, und das steht im Mittelpunkt dieser Quadriennale. Diese vielen Ausstellungen und Veranstaltungen werden, wie gesagt, einzelne Aspekte herausgreifen, sind aber auch alle miteinander nochmal dadurch verbunden, dass wir uns entschieden haben, die Geschichte der Zukunft anhand eines Leitthemas zu erzählen. Das ist das Thema Materie, Materialität, Stofflichkeit. Es fällt nämlich auf, dass auch wiederum eigentlich zu allen Zeiten die Menschen sich besonders viele Gedanken über ihre Zukunft gemacht haben, ausgehend von Fragen, von Problemen, die sie mit Materialien, mit Stofflichkeiten hatten. Da gibt es einzelne Materialien, die sind widerständiger, als man sich's wünschen würde. Die haben Eigenschaften, die einem nicht passen. Manches verwest zu schnell, anderes ist zu steif und zu wenig flexibel. Und ja, immer wieder gab es also den Wunsch, die Sehnsucht, die Hoffnung, Materie besser zu beherrschen, ihr andere Eigenschaften abzutrotzen und damit insgesamt ein besseres, ein leichteres Leben führen zu können. Denken Sie zum Beispiel an so ein großes Thema wie die Alchemie, was über Jahrhunderte lang die Menschen bewegt hat, die Sehnsucht, aus wertlosen Materialien wertvolle werden zu lassen. Der Wunsch auch durch die Beschäftigung mit Materialien, mit Stofflichkeiten, sowas wie ein Urprinzip der Welt zu verstehen, den Stein der Weisen zu finden und insgesamt vielleicht zu ganz neuen Formen von Erkenntnis zu gelangen. Zukunft heißt in dem Fall auch eine hellere Welt, eine Welt, in der man ja die Grundgesetze verstanden hat, wo man das Prinzip der Schöpfung verstanden hat, wo man seinen schweren, mühsamen Alltag transzendieren kann. Über das Morgen hinaus hieß also immer auch die Verheißung auf Transzendenz, auf etwas, was das bloß irdische, sinnliche überschreiten kann. Und auch das werden einige der Ausstellungen thematisieren. Wir wollen uns aber nicht nur mit der Geschichte der Zukunft befassen in vielen der einzelnen Projekte der Quadriennale Düsseldorf in diesem Jahr, sondern genauso natürlich die Gegenwart in den Blick nehmen, weil wir ja heute genauso auch wieder Ängste haben vor der Zukunft, Hoffnungen haben, die wir auf die Zukunft richten. Oder weil wir vielleicht auch merken, oh Gott, wir sind in einer Zeit, wo uns die Gegenwart so fesselt, dass wir manchmal auch ganz vergessen haben, über die Zukunft nachzudenken, was aber vielleicht auch problematisch, gefährlich ein Nachteil sein könnte. Also es geht auch darum, uns insgesamt wieder bewusster zu machen, auch, dass das Leben eben nicht nur aus Gegenwart, sondern genauso aus Zukunft besteht und dass man durchaus natürlich auch die Zukunft ein Stück weit selber gestalten, verändern, vorwegnehmen kann durch das, was man sich dazu für Gedanken macht. Und das ist insofern vielleicht auch der aktuelle Bezug, den diese Quadriennale hat, so sehr sie auch in vielen ihrer Projekte in die Geschichte zurückgeht und ja, einen sehr breiten kulturgeschichtlichen Überblick über dieses große und großartige Thema, die Geschichte der Zukunft, legen wird. Die Quadriennale Düsseldorf folgt diesmal einem etwas ungewöhnlichen Prinzip. Das Thema über das Morgen hinaus ist so vielschichtig und die verschiedenen Ausstellungsprojekte dazu widmen sich so unterschiedlichen Teilaspekten dieses Oberthemas Geschichte der Zukunft, dass es uns als unangemessen erschienen wäre, mit einem einzigen Leitbegriff zu arbeiten und alle Institutionen dazu zu verpflichten, ihre Ausstellung unter diesem Begriff zu zeigen.
Das hätte zwangsläufig wohl zur Folge gehabt, dass es nur ein sehr allgemeiner, sehr verwaschener Begriff gewesen wäre und insgesamt es zu unverbindlich geworden wäre, das gesamte Programm. Also haben wir uns für was anderes entschieden. Wir haben uns zusammengesetzt, jeder hat erzählt von seiner Ausstellung und wir haben versucht zu finden, gibt es nicht ja, verbindende Begriffe zwischen einzelnen Ausstellungen jeweils? Oder was waren überhaupt so die Leitmotive, die wichtigen Begriffe, mit denen sich die Menschen zu verschiedenen Zeiten Gedanken über Zukunft gemacht haben? Und auf die Weise haben wir insgesamt 11 Begriffe identifizieren können, die also immer wieder eine große Rolle gespielt haben. Das sind zum Teil Begriffe, die sehr konkrete Elemente benennen, die Erde oder das Feuer oder den Himmel. Das sind aber auch eher Begriffe, die vielleicht was allgemeiner über die Motivationen von Menschen verraten, überhaupt sich der Zukunft zuzuwenden. Da geht es um Neugier, da geht es um Experimente, da geht es um den Wunsch nach Fortschritt, da geht es aber vielleicht auch um die Angst vor der Zukunft, geht es darum, dass man sich zurückziehen möchte. Das sind also solche Begriffe, die jetzt in die Ausstellungen hineingetragen werden und jede Institution hat sich verpflichtet, einige dieser Begriffe zentral zu wählen und ihre Ausstellung anhand dieser Begriffe zu erzählen und darzustellen. Nun, was wird dadurch passieren? Wir erhoffen uns, wir erwarten uns, dass auf diese Weise Bezüge vor allem auch entstehen zwischen den Ausstellungen, weil eben dieselben Begriffe in 2, 3, 4, 5 Ausstellungen wieder auftauchen, zum Teil auch in ganz unterschiedlicher Hinsicht auftauchen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Begriff Erde. Im K21 wird es eine Ausstellung geben mit dem Titel Unter der Erde. Da geht es darum, wie sich Künstler im 21. Jahrhundert Gedanken gemacht haben, immer wieder, dass der Mensch sich zurückziehen könnte, eben unter die Erde, dass er nicht mehr sichtbar sein möchte. Das ist oft ein Thema gewesen für negative Utopien, sondern die Flucht des Menschen aus dem Alltag, aus der Sichtbarkeit hinaus in ein anderes Reich, in ein anderes Terrain, eben unter der Erde. Also hier hat Erde eher diese symbolische Dimension. Wenn Sie dann ins Hätchens Museum gehen, werden Sie eine Ausstellung finden, wo Erde ganz konkret wirklich als Werkstoff, als Material thematisiert wird, als etwas, was ja immer wieder auch die Menschen dazu veranlasst hat, sich Gedanken zu machen über Formen der Gestaltung, über Formen des Wohnens, des Lebens. Also hier sind allein schon mal wieder mit 2 Ausstellungen 2 sehr unterschiedliche Dimensionen eines Begriffes verhandelt und treten jetzt sehr spannend in Beziehung zueinander. Es gibt Brückenschläge und das wird zwischen allen möglichen Ausstellungen immer wieder der Fall sein, solche Brückenschläge, solche Verbindungen. Die ganze Quadriennale wird ein großes Fest der Brückenschläge, der Bezüge, der Zusammenhänge werden auf die Weise. Und was natürlich auch noch so möglich ist, Sie können ganz individuell sich einen Weg durch die Quadriennale bahnen. Sie haben vielleicht mal nur Interesse an einem Begriff und suchen sich die 3, 4, 5 Ausstellungen, die diesen Begriff darstellen und behandeln. Oder Sie gehen einmal einem Begriff nach und ein anderes Mal einem ganz anderen Begriff und stellen fest, ja, dasselbe Thema erscheint auch immer wieder in einer anderen Perspektive, je nachdem, von welchem Begriff aus Sie es für sich persönlich erschließen und behandeln. Also diese Quadriennale wird auf diese Weise mit einem Bezugsnetz von Begriffen hoffentlich zu vielen überraschenden und neuen Erkenntnissen für alle führen, die sich in irgendeiner Form daran beteiligen, als Besucher oder als Kuratoren oder als in irgendeiner Form Neugierige auf dieses große Thema über das Morgen hinaus.